Nee, das war das hier, ne? Oh Gott, also jetzt bin ich gerade aber voll. Ja, hör auf. Nicht quatschen. Ich muss mich jetzt hier. Hatte das Tee solche Striche? Das hatte noch solche Striche. Das war gut. Lassen wir. Okay, ganz stark. Ganz stark gelöst. Und nun können wir hier oben wohl was machen, hä? Tada! A signet ring. Ein Ring. A signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. 1587. Ich. Achso, den haben wir auch mitgenommen. Okay. Ja, super, das haben wir. Das haben wir geschafft. Schlüssel und rein da. Hm? Oh, ja, hier müssen wir garantiert wieder weiter irgendwas erkunden. Eine große Karte. Überlegung. Ach Gott, es geht wieder los. Es geht wieder los. This plate appears to be able to move, but something is blocking it. Aha. I think the signet ring should be placed here. Der Siegelring. Okay. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Ja, die haben wir garantiert schon gesehen in diesem Haus. Ja, wie geht's jetzt weiter? Ach Gott, nee, jetzt müssen wir das alles hin und her schieben oder was? Ja, ergibt das hier irgendwie Sinn? Ach so, wieder wegen Norden, Süden und so alles, ne? Ah ja, das hatten wir schon mal. Aber ich habe mir das nicht gemerkt. Da müssen wir wahrscheinlich einmal kurz zurück. Dann müssen wir gleich nochmal in den anderen Raum. Oder ich würde jetzt sagen, das war mit diesen Sachen auf dem Tisch. Dass es davon abhängig war. Vielleicht kommen wir da direkt rein. Dann machen wir uns wieder die Notizen. Ne, das hatten wir da hinten nämlich einmal gesehen. Vielleicht können wir das nochmal begutachten. Hat dann nämlich auch ein bisschen länger gedauert, bis wir es da richtig hatten. I see some papers that were not there the first time I visited. Nee, das meine ich doch gar nicht. Das haben wir doch auch schon. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that a crime weapon is here. Ja, nee, das ist ja klar. Aber das hatten wir doch alles schon, oder nicht? Valuers report property. Building land located in... Hä? Ich bin der Meinung, wir haben... und sowas schon angeschaut. Ernest Logan, MD Brighton County. Ja, genau. Lady Clark, your wife is suffering. I estimate that Lady Clark. So. Müssen wir hier wahrscheinlich doch nochmal raufgehen. Valuers report property. Na, geht das hier nicht auf? So, irgendwas müssen wir hier noch machen. Aber... Kurt & Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir das immerhin schon mal wieder durch. Aber ich würde eigentlich das obere betrachten. Ach, da kommen wir gar nicht mehr hin. Nee, okay, dann wieder zurück. Dann müssen wir doch nochmal zum Tisch. Komisch, hat er das gar nicht übernommen? Dass wir hier schon mal waren. Was ist das da? Müssen wir wahrscheinlich alles nochmal neu machen hier. Drehen. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant farmer list. Done. Hm. E. Der war gut. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Okay. Oh, da ist Blut. Wartet mal, da ist Blut.
Oder ist das kein Blut? I've already seen similar daggers. Ist das hier nicht Blut? Weil das ist, glaube ich, auf jeden Fall neu. Aha. A dark dragon for a bright-haired maid. See. Hm. Ja, wir schauen jetzt hier mal. Nee, also ich glaube, der Tisch hat denn damit doch nichts zu tun. Für das eine Rätsel da hinten. Wir gehen dann doch nochmal in den anderen Raum. Und der Dolch, war das von der einen Sammlung da hinten in der Schublade? In dem Schrank da? Weiß ich jetzt gar nicht. Oder wir beginnen mal mit dem. Och wehe, das ist auch so eine Überlegung. Nein, nein, nein. Überlegung. Ha. Was für eine Überraschung. Die sind immer so kompliziert, diese Möbelstücke hier. Oh, nee. Four Chinese symbols are engraved on this padlock. Ja. Verstehe ich nicht. I won't manage to do it randomly. Should I look at the rest of the facade, maybe? Fassade? Ist da was? Oder meint er jetzt... Er meint wahrscheinlich das Zimmer, kann das sein? Oder auch nicht? Well, well. Ah! The characters engraved on this disc resemble those engraved on the padlock. Okay, dann müssen wir uns die wahrscheinlich merken. Wartet. Also, wir fangen mal hier links an. Okay, 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 okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich mir das jetzt gemerkt? Wie sah das jetzt aus? Sah das so aus? No, it's not the right code. Ja, das ist mir schon klar. Wir sind da noch dabei. War das wie so ein T? Ja, ich glaube schon. T. Nochmal ganz kurz vergleichen. Nee, das war das hier, ne? Oh Gott, also jetzt bin ich gerade aber voll... Ja, hör auf. Nicht quatschen. Ich muss mich jetzt hier... Hatte das Tee solche Striche? Das hatte noch solche Striche. Das war gut. Lassen wir. Dann beginnen wir mit der rechten Seite. Tee ohne Striche. Alles klar. Tee ohne Striche. Tee ohne Striche. Das. Dann haben wir hier oben noch was. Ein Fisch nach unten auf der rechten Seite. Daneben so ein... Teil zum Raufhauen. In Amerika, wie heißt denn das? Ihr wisst das. Ein Fisch, der nach unten guckt. Ein Fisch, der nach unten guckt. Ein Fisch, der nach unten guckt. Ja, dann ist der vielleicht hier. Ja, hier guckt der Fisch nach oben. Na gut, ist das vielleicht auch richtig? Ein Fisch, der nach oben guckt. Und beim unteren... Okay, da haben wir diesen Kasten. Der hier. Wah! Der hier. Nee, okay, dann tauschen wir die beiden nochmal. Der Kasten kommt hier rüber. Der Fisch kommt hier hin. Scheint nicht richtig zu sein. Haben wir, aber hier ist auch kein anderer Fisch mehr. Nee, also eigentlich ist das soweit korrekt. Das durchgestrichene T. Nee, warte, doch. Ja, doch. Das war doch jetzt richtig. Ein durchgestrichenes, ein großes, normales. Ja. Ja. Das ist soweit richtig. Mal hier tauschen. Das ist komisch. Oder müssen wir das hier noch irgendwie verändern? Ha! Vielleicht müssen wir das hier nochmal drehen. Oh Gott, ist das hier heftig. Meine Güte. Position of this character looks right to me. Okay, das scheint schon mal richtig zu sein. Das ist gut. Machen wir hier weiter. Position of this character. Ha, ha, ha! Wir kommen den Ganzen jetzt wirklich auf die Schliche. Sollen wir das vielleicht umdrehen? That's it. Yo. This character appears to be the right way around. Das ist es. Das ist es hier.
Ganz oben noch einmal. Der Fisch, der war ja auch verkehrt herum. Tada! Position of this character. Okay, jetzt haben wir es doch gelöst. Wah! Vielleicht nochmal tauschen. So, Fisch kommt hier rüber. Nee. Hier passiert noch nichts. Warum? Zurück, so. Ist jetzt auch noch nichts. Was ist denn da los? Hm. Das ist dann hier unten. Oder wartet mal kurz. Ha, vielleicht müssen wir hier von der Anordnung auch nochmal schauen. Also links ist das. Dann kommt das. Dann kommt das und dann kommt das. Wegen der Platzierung von diesen... Ich probiere es mal aus. Also links war das. Dann müsste das Zeichen hier kommen. Was kam danach? Wartet kurz. Das war dieser Klotz, ne? Der Klotz. Und da oben war der Fisch. Also jetzt der Klotz und hier der Fisch. Wow! Yo! Hammermäßig! Supergeil! The cupboard is open. Der Schrank ist offen und ich bin unglaublich zufrieden mit uns. Halleluja, sind wir schlau. 4 Sachen dürfen wir hier entdecken. Genteel and wild. English countryside revisited. Ah, die Landschaft von England ist unter anderem dabei, die entdeckt werden will. Was haben wir daneben? The Railway Children, E. Nesbitt. Aha. Paul Franklin und Effie's Christmas, 1910. Oh, das ist schon lange her. Lange, lange her. Noch ein Buch. Traveling Aha, in China, nach China hier. A practical guide for English travelers. Alles klar. In China unterwegs. In China ist er unterwegs gewesen. A mat, flask and rifles. Franklin is very well equipped. Yep, der hat hier alles dabei. Okay, den Schrank haben wir also auch gelöst. Jetzt kommt das andere, was ich ja nicht so schön finde. Die Karte. Uah. Gehen wir lieber ein bisschen weiter. Da oben. Weitere tote Tiere. February 1922, South Africa. Würde ich mich ja sehr unwohl fühlen mit solchen Köpfen hier. Bah, ist ja gar nicht meins. Ein Bär. July 1920, Alaska Peninsula. In Alaska geschossen. Ein Braunbär steht da unten. Was haben wir hier? Franklin appears to be very active. Ja, also das muss man schon sagen. Da haben wir was. Dann haben wir hier ein Gewehr. Globus. Da unten Tennisschläger. Franklin ja. Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Ah, das passt ja alles zusammen. Wollen wir uns nicht anschauen, den... Was? Den Schreibtisch schauen wir uns auch nicht an. Warum denn das nicht? Ist das nochmal dasselbe? Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. Na gut. A good sportsman, a hunter, a traveler. Ja, der Schreibtisch ist erstmal uninteressant. Okay, dann gehen wir halt direkt zur Karte. Gehen wir jetzt direkt zur Karte. Müssen wir uns das Ganze ja leider doch antun. Nee, warte, wir fangen da unten an. Das hatten wir ja schon mal gelöst. Hier soll der Ring rein. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Auf den Trophäen! Ah, bestimmt, wo er was gejagt hat. Also hier oben war der Braunbär. Da war der...
Ja gut, das sieht jetzt aber nicht nach einem braunen Bär hier aus. Das kann schon mal nicht sein. Das war jetzt schon mal nicht richtig. Wie kann die Anordnung hier vorgenommen werden? Da ist sogar beides gleich. Braunbär. Australien ja nicht. Das war ja hier oben in Alaska. Das habe ich mir gemerkt. Aber ja gut, das haben wir. Das haben wir. Was soll das hier sein? Weiß ich nicht. Ja. Ist jetzt schwierig. Also da haben wir die Tatzen, okay. Hier. The Lion of Sumatra. Ja, und der Bär? Ach, oder muss das so sein? So? Obwohl, nee, das haut ja auch nicht hin. Okay, also den Löwen haben wir richtig. The Alaskan Kodiak Bear. Das ist auch richtig. Ich weiß jetzt nur nicht, warum. Achso, von hier ausgehend. Hier, dann, hier, dann. Okay. Dann brauchen wir jetzt hier unten. Nee, das ist ja so geblieben. Aber Tatze, 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 Tatze. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ich schaue nochmal ganz kurz hier nach. Okay, wir versuchen jetzt... Nein, geh mal kurz... Geh mal zurück hier, mein Gott. So, das haben wir auch. Und jetzt drehen wir hier... Ja, drehen wir hier kurz. Nein. Also es muss... Es muss ja... Wartet. Nee. Das ist es auch noch nicht. Muss mal überlegen. Also wir haben das, wir haben das. Dadurch haben wir das und das und das und das. Jetzt sind wir hier überein. Ich gehe mal hier nochmal. Da muss ja auch dasselbe Symbol sein. Genau, das habe ich gesucht. Aber hier war ja nur das. Australia. Ja, das ist mir schon klar, dass da Australien ist. Wartet, lasst mich mal überlegen. Da müssen wir vielleicht diese Tatze verschieben. Ist die vielleicht... Ne, da haben wir jetzt die Hufe. Okay. Gucken wir hier kurz. Nein, das ist auch nicht, was ich jetzt gesucht habe. Was war denn hier noch? Waren da die Hufe? Ja, genau. African Kudu. Sehr schön. Und jetzt fehlen uns... So, weiter überlegen. Oh, das war schon richtig. Das reicht wohl schon. Oh, ist das super. Of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on the map. Ja, okay. Wir hatten hier vom Schlüssel her eine Nummer. Und die werde ich jetzt eingeben. Die habe ich mir nämlich notiert. Das ist die 1. Das ist die 5. Die 8. Und die 7. These und documents meine are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Also, was wir hier heute lösen, ist ja mal bemerkenswert. Und da haben wir sogar Geld. Damit fangen wir an, oder was? Gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much. Hardly enough to justify your robbery. Ach so, okay, das ist kaum was wert. Na gut. Eton College School Year 1912, 1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, oh. Lacked discipline. Ohne Disziplin hier. Was Sir sind das Carmichael für Briefe? Clark, Kamside, Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Er ist also Kamside, verreist. 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real good-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual.
Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Grey. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. Ah, das hatten wir ja schon mal. You told me you want to stay in China for one more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here. And that Charlotte will be gone by the time you come back. Oh. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Erst hatten wir ja schon gehört, dass sie sich um das eine Mädchen da eben so gut kümmern, weil sie ja keine Eltern mehr Charlotte hat. Charlotte Clark comes side Churston, Devon, to Mr. Franklin Clark Peninsula Hotel, Salisbury Road, Chim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Comside, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. Oh Mann. I still have one year to live, no more. Das muss schlimm sein. How do I know? Wenn man das weiß, dass man I stirbt. I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals. Ach, sie hat's gelesen. Sir, I know. But my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you were surprised. Carl will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Comside. Warm regards, Charlotte. Ja, muss schlimm sein, wenn man weiß, dass man bald stirbt. So meinte ich das. Wir sterben ja sowieso alle, aber wenn man bald stirbt, ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Okay, hier waren wir schon. Das haben wir nun. Den Rest konnten wir ja nicht erkunden, durften wir nicht. 14! Hey, 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 hey! 15! Bam, bam, bam! Wie geht das? Scheiße. Scheiße. Weit weg. Ja, 19, 20! Wuhu! Überlebt! Ich hab's überlebt!